So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Ich bin wieder im Bilde und wir sind überladen. Ich habe mich jetzt mal dafür entschlossen, aufs Pferd aufzusatteln. Zum Fleischer werden wir nicht mehr rechtzeitig kommen. Von daher können wir auch weitermachen. Da haben wir Hirsche. Ja, gut. Wir überladen jetzt irgendwas zu machen. Macht eigentlich auch wenig Sinn, oder? Okay, vielleicht sollten wir doch Richtung Stadt reiten. Geschwind. Und hoffen, dass noch halbwegs offen ist. Waldgarten. Alles interessant. Jagdgebiet Wildschweine, auch interessant. So, hier ist der Hof. Den kennen wir. Und dann können wir von hier reiten. Dampft immer noch. Ich habe überlegt, ob es irgendwo einen Fleischer gibt. Könnte durchaus sein, dass ich den noch nicht entdeckt habe. Deswegen müssen wir gucken, ob wir den einzigen Fleischer... Ja. Auf dem Weg halt finden. Wollt ihr was von uns? Ich hoffe nicht. Ich meine, so weit ist die Stadt ja nicht weg. Ich habe leider keine Öffnungszeiten von dem Fleischer gefunden. Das ist ein Problem. Bedeutet, ich weiß nicht, ob er noch auf hat, wenn wir um 18 Uhr da ankommen. Das ist halt... Man muss irgendwann dann auch anfangen, Sachen einfach liegen zu lassen, glaube ich. Aber jetzt, wir haben noch nicht so viel Geld. Dann nimmt man halt alles mit, was man kriegen kann, nicht wahr? Ja. Okay, was steckt da? Ich hoffe, du bist nur Wanderer. Ah. Wälder sind immer, oder auch hier sowas, nicht? Ist immer gefährlich. Da kommen gerne Banditen raus. Aber selten so dicht an der Stadt. Das geht schon. Meistens ganz gut. Aber wenn man zwischen zwei Orten ist, im Nirgendwo, dann ist meistens blöd. Oh, wir können das auch bestimmt beim Wirt verkaufen zur Not. Wenn der hinten schon zu hat. Ja. Lass den Fleischboten durch. Oder beim Wilderer. Also beim Wildhüter. Nicht beim Wilderer. Aber wir versuchen erstmal den Fleischer. Ja. Wir sind doch gleich da. Die paar Meter, die schaffst du doch jetzt auch noch. Komm, Pebbles. Komm. Oh, fast die Wache umgerempelt. Oh, er hat noch auf. Das war die richtige Entscheidung. Hallöchen. Wir haben ein bisschen... Was brauchst du? Fleisch gefunden. Im wahrsten Sinne des Wortes haben wir es ja wirklich gefunden. Okay. Die Hirschnieren kriegt sie, das Hundefleisch, das Hasenfleisch, was wir frisch geschossen haben, kriegt sie, das Schweinefleisch kriegt sie, die Steinpilze, ja gut, kriegt sie auch, nicht bevor die schlecht werden, der Schirmling und die Schirmlinge kriegt sie, von mir aus kann sie auch die Karotte haben, das Dörrfleisch behalten wir, Bier und billiger Wein auch und den Schnaps sowieso, okay. Besprechen wir den Preis. Warum nicht? Endlich eine vernünftige Summe. Sehr schön. 59 Gold.
Ups. Escape muss man drücken. Ich werde es nicht mehr lernen. So, was haben wir denn noch dabei? Haben wir jetzt noch irgendwas? Wir sind nur dreckig, nicht? Mache ich die Beinlinge nicht mehr an? Weiß ich selber nicht. Aber ansonsten, wir haben eigentlich nichts, was wirklich... Und wir haben 82. Also irgendwo... steckt das Gewicht drin. Okay, wir können auch die Kräuter verkaufen, wenn wir schon hier sind. Guten Tag. Ja, guten Tag. Handeln. Gott behüte dich. Der hat nur noch 199. Warum denn das? Verkaufen. Komm, die Äpfel esse ich eh nicht. Ah, die Einbeere, ich weiß nicht, die hebe ich mal auf. Fliegenpilz kann er haben, Johanniskraut kann er haben. Na komm, die zerbrochenen Pfeile kann er haben. Aber viel mehr habe ich ja gar nicht gesammelt, nicht? Also. Ah, da hätte ich einfach mal so verkaufen können. Ja. Egal, dann nutze ich es wieder, um Ruf zu gewinnen. So. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Danke, tausend Dank. So. Der freut sich wenigstens immer. Ich glaube, die Kettenhaube, die wir anhaben, die ist halt super schwer. Wow. Fast drüber geritten. Oh. Ja. Hier ist gerade echt hart FPS auf 26 runter. Okay. Ja. Außerhalb der Stadt wird es auf jeden Fall immer besser. Ja. So, wir müssen da hinten auf diesen Hügel, glaube ich, rauf. Oder auf den dahinter noch. Ja. Und reiten. Neue Stufe verfügbar. Da gucken wir doch gleich mal rein. Was uns das bringen könnte. Reiten, jagen, reiten. Lastenpferd. Oh, dein Pferd kann mehr tragen, ist jedoch langsamer. Okay. Mehr tragen oder schneller sein? Oh. Das sind so Entscheidungen, die kann man jetzt ja noch gar nicht treffen, weil man gar nicht die Sachen hat und weiß, wie viel können Pferde überhaupt tragen, wie viel kann ich mit Sattel und Co. und Taschen dazu bringen, nicht wahr? Aber wir können die Entscheidung ja auf wesentlich später verschieben. Nee, okay, das ist der Hügel, in dem wir eben drin waren, nicht? Wir müssen da hinten in diese Hügelkette. Oh, ich mag das in echt ist auch nicht, diese verschiedenen Sichtstufen von Hügeln. Wenn wir Rad fahren, sehe ich das auch oft. Ich mag das einfach. Was jetzt ja auch rauskommt, ist doch Gothic Remake. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich das mir auch angucken will. Aber jetzt hängen wir in Kingdom Come Deliverance fest. Ich glaube, da sollten wir auch erstmal dabei bleiben, bei einem, nicht wahr? Ja, die Rahmen hier über an den Pferdeleichen nagend. Und hier war doch eben irgendeiner, der mit mir reden wollte und geschrien hat und mir hinterhergelaufen ist. Du da, nicht? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich suche nach den Köhlern in der Gegend. Ich suche nach Köhlern in der Nähe von Neuhof. Es gibt welche in den Wäldern südlich von Uschitze und nördlich von Neuhof. Das sind die einzigen, die ich kenne. Danke. Gott okay. Behüte dich.
Ja. Das war ja jetzt richtig hilfreich. Das wussten wir schon. Na, dann auf in die Wälder. So, hier muss ja auch ein Fluss irgendwo lang gehen. Okay, den sehen wir noch nicht, ja. Den Fluss. Da ist jemand. Guten Tag. Wanderer nur. Halt dich von den Leuten fern. Ja, ja, ja. Wird er nur mit ihm reden? Dass mein Pferd ihn fast umhaut, ey. Oh, Unfallort. Was finden wir hier denn Schönes? Habt ihr einen Säckel mit Gold? Branntwein, Schnaps, Trank des Baden und ein unbekannter Trank. Boah, neblige Wälder. Ah, ich glaube, wir sind aber an der richtigen Stelle. Hier kann ich also zu Fuß jetzt mal weitergehen. Was ist das hier? Sieht irgendwie... nach Blut aus. Okay, gehört bestimmt zum Unfallort. Okay. Ich wollte eigentlich durch den Wald, aber ich glaube, wenn ich jetzt zufällig nochmal hier bin, dann können wir auch hier nochmal hin. Da ist noch ein Haus. Oh, vielleicht irgendein Kräuterlehrer. Hallöchen. Dorfbewohnerin, Dorfbewohner. Glück und Gesundheit. Ich suche nach Köhlern in der Nähe von Neuhof. Tja, also hier gibt es viele Wälder. Im Wald zwischen Neuhof und Uschütze sollten Köhler sein. Danke. Oh, diese präzisen Angaben. Mach's gut. Super. Okay, aber die haben nichts zum Lernen, nicht? Schade. Gut, dann rein ins Vergnügen. Oha. Ah gut, ich will jetzt nicht jagen. Das muss man wirklich... Man darf in dem Spiel hier sich eigentlich nicht ablenken lassen, nicht? Wenn man bei einer Sache ist, dann sollte man die auch weiter verfolgen. Und auch nichts drumherum sammeln, sondern sich das für später aufheben. Gut, aber eben beim Wilderer nicht. Wäre ich später gekommen, wäre das Wildschwein verrottet. Das heißt, ich musste es sammeln und verkaufen gehen. Ja. Ich hatte halt einfach keine anderen Chancen. Und ich meine, 50 Taler sind 50 Taler. Nicht Steinpilze oder so, die kann ich stehen lassen. Die kann ich später holen. Ich glaube, selbst der Tote wäre die spawnt dann irgendwann. Oh, was ist das hier? Interessanter Ort. Schlafen und speichern. Was machst du da? Weshalb fragst du? Warum fragst du? Kann man nicht mal im Wald spazieren, ohne belästigt zu werden? Ich frage, weil ich hier der Wildhüter bin und in diesem Wald nach Wilderern Ausschau halte. Nun, aha. Ich wildere ganz sicher nicht. Dann macht es dir wohl nichts aus, wenn ich einen Blick auf deine Dinge werfe. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Schau ruhig nach. In Ordnung. Nichts Verdächtiges hier. Du kannst gehen, guter Mann. Gut, dass wir das Fleisch verkauft haben. Ja, und ist es jetzt deine Hütte hier? Oder klaue ich, wenn ich hier ran... Nee, ich will nicht. Ich wollte mich nicht hinlegen. Nein. Aufstehen. Abbruch. War die... Nee, okay, der wohnt hier anscheinend nicht. Ich wollte... das da öffnen. Nehmen, alles nehmen. Wildschweinleder, Spitzfeil, Hirschleder, Eschenjagdbogen.
Okay. I take this. Scheint ja keinem mehr zu gehören. Hier ist wie so ein Weg. Den werden wir mal folgen. Ist der Bogen besser als unserer? Zum Glück hat er uns nicht jetzt mit dem Fell gefunden. Der ist sogar besser, Eschenjagdbogen. Dann wechseln wir auf den. Rustikaler Eschenbogen, Eschenjagdbogen. Oh, 57 statt 37. Okay, aber ich glaube, der Weg hier, den ich sehe, der führt nur ins Nirgendwo. Oder? Obwohl, der fährt zum Fluss hier. In echt sind übrigens gerade schwere Gewitter bei mir. Ich höre es draußen. Sehr, sehr spannend immer. Also so viel Gewitter wie in diesem Jahr habe ich noch nie in meinem Leben in einem Jahr erlebt. Da muss doch eine Quest sein, wenn es so leuchtet. Niedrige Werte. Ach, niedrige Werte. Papalapap. Das trainiert sich alles. Hier kommen wir an den Fluss. Okay, wir sollten ja an einen Fluss kommen. So, und den sollten wir folgen dann. Sogar ein richtiger Weg noch. Ein Lager. Wo? Hier war mal ein Lager, oder? Aber hier ist keins. Okay. Das heißt, die ziehen wirklich umher, auch im Spiel. Und hier könnten Köhler sein, aber jetzt sind hier gerade keine. Das ist natürlich blöd. Das heißt, wir müssen woanders suchen gehen. Ja, dann folgen wir dem Fluss, oder? Gab es hier nicht irgendwie einen Weg vom Lager weg? Wir müssen doch irgendeinen Weg hier genommen haben, um hierher zu kommen. Dann würde ich einfach gerne entlang gehen, weil dann müssten wir doch aufs nächste Lager direkt kommen. Dann muss ich nicht durch den gefährlichen Wald. Miste in dem Baum. Sehr interessant. Also in die andere Richtung ist kein Weg und hier ist nur dieses Stück, von dem wir kamen, nicht wahr? Als Weg erkennbar gewesen. Ich geh mal hoch. Vielleicht hat man von oben eine bessere Übersicht dann. Ah, es wird auch dunkel. Ist natürlich schlecht. Im Dunkeln im Wald wäre blöd, oder? Die Hütte, wo wir eben waren, zum Schlafen finden wir nicht nochmal, oder? Okay, dann vielleicht bei den Köhlern können wir schlafen. Boah, ist echt dichter Wald hier. Zumindest gestrüppmäßig. Hier ist ein Weg. Da ist ein Lager eingezeichnet, aber hier Weg klingt doch gut. Ich würde gerne auf den Weg zurück. Da. Da ist ein Weg. Ali, hallo. Weg.
Vitalität könnte sich echt mal langsam wieder leveln, aber wir reiten, glaube ich, zu viel. Ich glaube, es regnet sogar hier. Ja, es regnet. Na, schöner Mist. Ich hole mal lieber meine Laterne raus. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Ich meine, so weiße Zelte müsste man doch von vornherein gut erkennen können, oder? Wenn die hier irgendwo sind. Sind ja recht hoch. Oh. Und da vorne? Da vorne ist auf jeden Fall irgendwas. Könnte aber auch einfach nur eine... Ah, okay. Entweder ist gerade zu dunkel geworden. Oder ist gerade zu dunkel geworden. Im Regen, im Wald. Nachts. Alleine. Wunderbar. Fliegenpilze? Ich weiß gar nicht, was die mir gebracht haben. Gehen wir noch höher. Hoffentlich keine Kumaren oder sowas. Das wäre jetzt echt blöd. Ist hier nicht irgendwo so eine Waldhütte? Von mir ist eine abgefackelte, wo ein Bett ist. Hilf, Mama. Hilfe. Wahrscheinlich werde ich in Wolfsrudel jetzt rennen. Ich meine, das führt doch... Wo führt denn das hin? Da ist eine Hütte. Da könnte was sein. Da gehen wir hin. Zumindest zum Schlafen. Dann suchen wir am nächsten Morgen weiter. Ja, jetzt ist es die Hütte des Henkers. Wo soll die hier sein? Rechts von uns. Vor uns. Da sind Hütten. Die werden doch sicher was zum Schlafen haben. Für einen einsamen Wanderer in der dunklen Nacht. Lasset mich herein. Ich schlafe auch im Stall bei euren Tieren. Wir waschen uns erstmal. Wir haben hier doch safe ein Bett irgendwo hier. Oh, zur Not sitzen wir einfach die Nacht auf dem Lokus. Zumindest regnet es hier nicht. Schon mal wichtig. Ah, die haben kein Bett hier. Blöd. Ich meine, wir können auch einfach die Zeit überspringen. Dann wird er halt müde, nicht wahr? Auch ungünstig. Können wir uns reinschleichen und bei denen irgendwo pennen.
Ah, haben abgeschlossen. Die Leute auf dem Dorf vertrauen auch niemandem mehr. Kack. Irgendeinen Heuhaufen zum Reinlegen. Okay. Aber das ist nicht die Hütte. Ah, da ist noch eine. Da ist noch eine. Dann gehen wir zu der. Dem Weg folgend in die Richtung. Okay. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ich hoffe, hier ist nicht irgendwo ein Abgrund. Oder sowas. Gut, ich bin ja nicht überladen. Ich komme mit einer Schnellreise irgendwo hin. Aber ich glaube, hier ist nichts in der Nähe, was ich aufgedeckt habe bisher. Da ist ein Lager. Ah, das war unser Lager, nicht? Wo wir... Da war das Lager, wo wir Dings waren. Da sind Betten. Oh, und ich laufe in die falsche Richtung. Dann gehe ich dahin vielleicht. Das ist ja nicht so weit weg. Wir gucken bei der Hütte hier. Und dann, wenn das nichts ist. Das sieht doch gut aus. Ah, kein Bett drin. Das ist ein alter Schuppen. Dann gehen wir zu unserem Lager. Das ist... Einfach so querfeldein. Da war doch auch das Kumanenlager, nicht? Ach, vielleicht ist das das Kumanenlager. Oh, das respawnt manchmal. Ja gut. Dann knüppeln wir die zwei Kumanen nochmal um. Oh, ich renne einfach so durch die Blätter und in den Wald ins Ungewisse. Ich hoffe, keine Wildschweine oder sowas. Ah, ist noch ein bisschen. Ich hätte in diesem Lager da vorhin schlafen sollen. Aber da war halt noch 18 Uhr oder sowas, nicht? Oder 19 Uhr. Hier. Was ist der Weg zu diesem Lager? Ja, okay. Kampf oder nicht Kampf? Wetten Sie, wetten Sie, wetten Sie. Da ist es. Vielleicht liegen die schon. Mach mal Krach. Ne, die sind noch nicht wieder da. Sehr gut. Dann können wir hier schlafen und speichern. Puh. Ja, bitte bis 6 oder so. Eieiei, Prost so lange.
Komfort nur 30%. Naja. Spiel gespeichert. Wichtig. Ein neuer Tag. Und ich glaube, wir können auch aus diesem Topf essen. Jawohl. Das heißt, wir sind auch super satt. Wir sind sogar übersättigt. Was waren da? 101. Okay. Das heißt, wir sind satt, haben Energie und Gesundheit. Besser kann es ja eigentlich nicht sein. Jetzt müssen wir nur aus diesem Wald wieder raus. Zur Aufgabe. Ja, Richtung Osten ist richtig. Oh, der Weg ist viel zu eng für das Pferd. Grab. Ja, okay, wir haben ja nichts zum Ausgraben. Da brauche ich also nicht anhalten. Ja. Und die ersten Sonnenstrahlen. Wow. Hier ist auch ein Lager. Interessanter Ort. Aber hier gibt es kein Bett. Hier war nur ein Wilderer wahrscheinlich. Der eine Nacht geschlafen hat. Okay, wir müssen südlich und da müssen wir anfangen. Auf mit dir. Die Hasen erwachen. Wildschweinjagdgebiet? Nee. Zu risikoreich. Ja. Zum Glück noch keine Banditen im Wald gefunden. Oh, rüber, Pferd. Jawohl. Okay. Von hier gehen wir erstmal zu Fuß weiter. Und gucken uns die Gabelung an. Ob hier ein Lager aufgeschlagen wurde. Sieht aber nicht danach aus. Das führt schon außerhalb des Gebiets? Ja, okay. Lieber wieder Richtung Wasser runter. Nope. Da muss ich echt aufpassen. Wäre da ein Abgrund gewesen, wäre ich jetzt tot. Da denke ich immer nicht dran, dass das in dem Spiel, da sind 2 Meter tödlich. Bei anderen Spielen, da fliegt man 400 Meter runter und Autschi. Und dann war da sonst nichts weiter. Hab ich hier ein Zelt gerade gesehen? Ne, habe ich geträumt. Oh. Wow. Alter. Der hat mich eiskalt erwischt. So. Gibt's hier noch einen? Bin noch im Kampf. Bin nicht mehr im Kampf.
Ich nehme erstmal alles. Da ist noch einer. So, was ist davon geklaut? Ich habe auf jeden Fall einen Stufenaufstieg gehabt. Nichts geklaut davon. Wir nehmen mal seinen Körper. Was haben wir denn da? Unterhaltung? Vorzüglich. Oh shit. Oh shit, zwei. Ja, super, ich bin tot. Das ist ein zweiter. Gegen zwei kann ich nicht ankommen. Ja. Okay. Das waren zu viele. Das ist halt das Blöde. Nicht? Man ist mitten bei sowas und dann überrascht es einen und dann kann man nicht immer speichern. So, jetzt wachen wir wieder auf. Nicht? Sind da, müssen wieder dahin reiten, dann kommen wieder diese Zufallsbegegnungen eventuell, dann stirbst du, dann fängst du wieder hier an, nur weil man nicht immer speichern kann. Ah. Gefällt mir gar nicht das Prinzip, das Speicherprinzip. Und dass sie es beim zweiten Teil so beibehalten wollen, ohne Änderung. So. Weil man macht so. Bis so ist es ganz spannend gewesen, nicht? Aber. Das ist halt einfach dann so eine Situation, in die man nicht kommen will. Dann ist man genervt und dann, ja, muss ja nicht sein. Also das kann man doch anders designen. Vor allem, ich habe den die ganze Zeit gehört, aber nicht gesehen. Und dann, genau als ich die Leiche wegwerfen will, dann kommt er natürlich an. Und ich habe die Leiche, dann kann ich nicht meine Waffe ziehen, weil es also langsam ist. Und dann bist du einfach tot, weil du nicht reagieren kannst, richtig. Oh. Und der erste hat mich ja auch gut 3-4 Mal umgeworfen, bevor ich überhaupt die Waffe rauspacken konnte. Das war schon scheiße. Ich meine, ja, ist realistisch, nicht? Total realistisch, aber ist halt einfach scheiße. Als Spieler, weil du stirbst halt einfach. Also, du brauchst dir gar keine Mühe machen in dem Fall dann. Dafür haben wir das Lager jetzt diesmal entdeckt direkt. Okay. Aber das ist auch nicht in der Suchtzone. Merkwürdig. Und ich habe vergessen zu essen da oben, nicht wahr? Köhler Zwilling? Hallo? Bitte, ich, hallo, ich will mit Ihnen reden. Okay, der will nicht. Wer ist der Radan? Wortführer? Wer ist Radan? Scheiße, geh weg. Oh, die beiden, mit denen man reden will, die schlafen jetzt. Hätte ich nicht gedacht. Oh ja, ich dachte, er versteckt sich vor dem Stallmeister. Aber so war es nicht. Aha. Das war nicht das erste Mal, dass er seinen Meister zur Weißglut treibt. Dachte, es ging um ein Weibsbild. Ja, weißt du noch, als er eins der Pferde davon Strohmann ließ? Er kam mit glühendem Arsch angerannt. Dieses Mal stand er wirklich in Flammen, was? Und dann kippt er einfach um. Oh Mann, ey. Beste Grüße. Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Weißt du, wo er steckt? Wenn du von hier aus nach Süden gehst, kommst du an Andreas Schenke vorbei. Folgst du der Straße Richtung Osten, kommst du nach Neuhof. Ich weiß, wo Neuhof ist. Der Junge ist nicht dort. Ah, dann kann ich nicht helfen. Hier ist mir keiner aufgefallen, auf den der Name passt. Na gut, hab Dank. Möge Gott über dich wachen. Okay. Du bist auch nur der Köder. Seid ihr jetzt langsam mal wach? Kling-Klong. Soll ich mal was stehlen? Dann seid ihr aber wach, nicht wahr?
Neue Hauptstufe erreicht. Diesmal durchs einfache Rumlaufen. Aber hübscher Kohlemeier, nicht? Meiler. Meier. Der Kohlemeier. Wohl wahr. Beten wir, dass er nicht zu Ihnen gehört. Ah, ist das. Ja, nicht, das sind diese Kleinigkeiten. Ich wollte gucken, Hauptstufe. Was können wir denn da machen? Das Leben ist hart. Das Neuspeer 1. Hier, Naturbursche. Was bringt uns das? In der Wildnis erhältst du einen Bonus von 1. Achso, und in der Stadt dafür nicht. Erste Hilfe 2. Verbände sind effektiver. Heilkunst in Dialogen einsetzen. Bürger, okay. Frischluftkerker brauchen wir nicht. Sichtweite der Schnellreise. Nachtschwärmer, Duft des Mannes. Nee, nee, nee. Ja, dann nehmen wir Erste Hilfe 2. So. Der halbe Tag und dann komme ich wieder nachts an, weil die ganze Zeit schlafen, nicht wahr? Hallo, Herr Köhler. Glück und Gesundheit. Du weißt etwas über Rotschopf? Kann schon sein. Und wenn du ein bisschen Silber mit mir teilst, teile ich mit dir vielleicht mein Wissen. Ich untersuche ein Verbrechen und du willst falschen? Ich untersuche ein Verbrechen und falsche nicht um ein Huhn. Nun, ich bin mir sicher, du hast etwas Silber bei dir. Rück's rüber und wir kommen ins Geschäft. Wir sind auf 7. Und was, wenn ich dir die Fresse einschlage und dich in Rattei an den Pranger stelle? Nicht doch. Ich habe nur ein bisschen Silber. Stattdessen kriege ich die Peitsche. Jetzt ja. Spuck es schon aus. Also schön. Hab gehört, dass sie ihn in einer abgelegenen Hütte am Waldrand Richtung Uschitze verstecken. Na also, so schlimm war es doch nicht, oder? Mach's gut. Boah, hat zwar den Ruf verschlechtert, aber wir sind seit Tagen auf der Suche nach diesem Typen. Okay. Okay, und ich darf jetzt raten. Ich muss den Neuhofer Stallbusch nach Rotschopf finden. Ich musste nichts weiter tun, als einen Köhler in die Mangel nehmen. Er verriet mir, dass Rotschopf in einer verlassenen, am nördlichen Rand der Wälder in Richtung Uschitze verkrochen hat. Okay. Also, bei den Hütten waren wir ja schon. Hier war nichts, nicht? Das wäre uns aufgefallen. Da waren wir schon überall. Also, die Hütte können wir nochmal gucken, ob wir die finden. Oder er ist wirklich in denen da. Das kann natürlich sein. Ja. Aber gut. Wahrscheinlich hätte ich auch mit dem Wortführer reden können. Jetzt habe ich ein bisschen Reputation bei den Köhlern eingebüßt, nicht wahr? Aber pff. Unfallort. Hirschfleisch. Gut, wenn ich sie jetzt nicht nehme, dann verdirbt es. Ja. Sind sie? Ja. Oh, ein Wanderer. Aber komisch, bin ich... Also, das Lager war doch außerhalb der Stelle, die markiert war auf der Karte. Das war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr strange. Dafür hatten wir diesmal nicht die Banditen. Und Überladung. Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe mich da echt eiskalt erwischen lassen. Das war nicht gut. Okay.
Da sind die Hütten gewesen. Da gucken wir jetzt nochmal kurz, ob wir was sehen. Oder ist er hier jetzt? Nein. Gut. Wäre sein können. Das sah verlassen aus auf jeden Fall. Aber ist auch keine richtige Hütte, nicht? Ist eher ein Schuppen. Na, absteigen. Was ist das? Dorfbewohner. Okay. Kann ich irgendwie helfen? Ja, wenn du Rotschopf kennst, dann ja. Wir gehen mal hier auf den Hügel und gucken, ob wir hier noch eine Hütte sehen. Ich sehe keine, aber hier auf der Karte ist eine eingezeichnet. Hinter dem Dings. Da wird irgendwo eine sein. Und ich würde sagen, wir werden sie beim nächsten Mal finden. Und dann mit dem Rotschopf mal ein Wörtchen reden. Ich glaube, das ist sie. Das sieht doch gut aus. Jawohl. Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Beim nächsten Mal geht's mit Rotschopf weiter.